So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wieder eine Woche ist es her, dass ich wieder gespielt habe. So. Ja. Danke. So, der ist hin. Wah! Salze. Fängt wieder sehr actionreich an, die Aufnahme. Da. Munition, Salz, Geld. Ruhe. Ah, Geld. Sterbt alle! Sterbt! Wer guckt eigentlich von euch alles schön so Olympiade? Wir sind ja eigentlich recht gut dran, wir Deutschen. Also, naja, fast gut dran, sag ich mal. So, nun. Ganz langsam. Puh. Mann, ey, ich hab gedacht, ich kann mal langsam und ruhig in die Aufnahme reinkommen, aber. Nein, da kriegt man direkt in die Fresse. So, gleich mal alle ausrauben. Da haben wir Geld, da haben wir ein bisschen was. Die kann ich nicht mehr entfernen, nein. 50%. Wie? Was? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Was ein Tresor, Alter. Da oder da lang. Erstmal Schreibtisch durchsuchen. Ich glaube, wir gehen hier lang. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Ah ja, die Fußspuren, an die kann ich mich auch noch erinnern. Ich habe ihn gesehen. Komm, wo ist er? Wo ist er? Da ist wieder einer von diesen Vogelmenschen. Da oben. Ich mag den Colt. Na, bleib stehen. Wo sind sie? Links, rechts, links. Ah, fuck. Ja, Munition kann ich. Ah, Mann. Spaten. So, wo ist der Flugmensch hin? Ah Mann, ich will immer nach so. Weil ich kenne das so, wenn ich ziele, drücke ich rechte Maustaste und wenn ich wieder in den Hüftmodus, sage ich mal, ge gehen will, dann drücke ich wieder drauf und das mache ich jedes Mal. Ein Riss.
Zuerst erledigen wir den Flügelmann. Wo ist er? Komm schon, wo bist du? Ich weiß doch, dass du irgendwo bist. Gut, Elizabeth, dann öffne mal. Scheiße. Ich bin noch am Suchen. Ist er weg? Gut. Nachladen. Und so. Das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Da war gerade ein Übersetzungsfehler unten drin, ne? Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Noch einen Buxophon. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen. Aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann... Alter, du dreckiger Geist! Fuck. Alter. Huch. Gut geworfen. Oh oh. Alter, wie viel sind das? So, so. Wir haben hier wieder... Wo ist der Geist? Ich glaube eher, ich erschieße lieber den Geist, weil die erweckt ja die Typen immer wieder zum Leben. Nein! Komm, Konzentration. Ah, hier sind wir. Nein, da lang. Da ging es lang. Oder ich hätte auch einfach durchlaufen müssen. Kann ich die auch von hier erledigen? Das wäre natürlich super.
Mann. Danke. Der bedankt sich ja schon selber. Ganz ruhig. Ich glaube, von Weitem bringt's das eher. Ganz ehrlich, mir wäre so unheimlich, wenn das ein Real sein würde. Muss man aufpassen. So. Ich glaube, vom Weiten sie erledigen ist irgendwie besser. Ja, ja. Ich hab sie gleich. Echt? Was meint ihr mit niemals weiß? Jetzt ist die Chance, komm. Nein, fast. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Da hinten. Na also. Alter, ist das unheimlich. Schrotflinte, nein, 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 nein. Ich bräuchte mal einen Verkaufsautomat, das wäre natürlich super. Das wäre Dufte. Und Dufte ist jetzt auch der Aufnahmeschluss. Ah, Automat. Ich bin dein Gott einfach. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.